Yo Leute, ich kommentiere das hier mal wieder nach, denn ich habe vergessen auf Aufnahme zu drücken bei Outer City, deswegen kommentiere ich das jetzt einfach nach. Willkommen zurück zu einem neuen Video und wie ihr sehen könnt, haben wir wieder die Zoxbox für Januar 2021 und ihr seht auch schon, dass die Belichtung hier ein bisschen anders ist, da ich das Paket ziemlich spät bekommen habe, später als sonst und ja, ich habe es auch noch nicht aufgemacht. Und hier sieht man, dass ich gerade dabei bin, das aufzumachen. Diesmal mit einer Schere. Hab nebenbei in den Karton geschnitten und hab mich dann auch im Finger so ein bisschen reingeschnitten. Sollte man im Übrigen nicht machen, deswegen ja. Und ich habe mich natürlich tatsächlich ziemlich dämlich angestellt. War halt extremst dämlich, aber ich habe versucht, es möglichst gut aufzumachen und ja, dann habe ich doch beschlossen, das Offcam aufzumachen. Werde das auch in demnächst so machen und nicht wundern, warum mein Schreibtisch so seltsam aussieht und die Kamera auch so komisch liegt. Und ja, man sieht da auch mein Handy und alles. Mein Schreibtisch ist mal wieder besser aufgeräumt. Und ja, ich habe dann halt so geredet von wegen, yo, wie macht ihr die Pakete auf? Macht ihr die so auf wie ich? Oder behaltet ihr die Pakete? Bei mir ist es tatsächlich so, es kommt halt drauf an, wie schön die Verpackung ist. Zum Beispiel die von der Nintendo Switch. Die Verpackung habe ich tatsächlich noch, von der alten. Ich habe ja auch jetzt eine neue. Und die finde ich auch mehr oder weniger schön, ist halt anders. Nicht dieses lange Format, sondern halt dieses Hochkantformat. Oder vom 3DS oder vom DS. Das habe ich auch noch, den Karton. Deswegen, ja, so langsam dürfte ich dann jetzt auch mal durch sein mit Aufmachen des Pakets. Oder auch nicht. Sollte dann jetzt auch langsam mal fertig werden hier. Was brauche ich hier da so lange? Ich verstehe es nicht. Okay, jetzt scheine ich fertig gewesen zu sein. Und ja, nicht wundern, das Paket ist vollkommen dämlich aufgemacht. Und dann habe ich noch reingeguckt, gibt es da noch irgendwelche Games? Und die Antwort lautet nein. Es sind nach wie vor 5. Ich stelle mich nur blöd an, das letzte Game rauszukriegen. Ja, dann habe ich auch den Karton direkt weggeworfen. Einfach so random. Ich hoffe, ich vergiss das nicht. Im nächsten Monat. Und dann haben wir direkt mit dem ersten Game begonnen. Erstmal schön sortiert. Ja, alles klar, gut. Und dann haben wir mit dem ersten Game angefangen, mit dem Nintendo DS Game. Und das ist natürlich einmal GoldenEye. Tatsächlich. Ja. Die N64-Version habe ich schon mal gespielt. Ich weiß daher, wie das Game ist. Aber wie die Nintendo DS-Version ist, weiß ich nicht. Absolut nicht. Und ja, könnt ihr mal reinschreiben, ob die besser ist oder schlechter ist. Ich weiß es wie gesagt nicht, aber ich hoffe es. Und dann machen wir direkt mit dem nächsten weiter. Und das könnte jetzt ein Xbox-Game sein. Man sieht es leicht. Ja, ich weiß nicht, was das für ein Game ist. Stolen sagt mir nichts, absolut nichts. Und scheint ein Stealth-Game zu sein. Was weiß ich. Aber man muss halt schauen, wie es ist. Es sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus. Bis jetzt nichts Doppeltes dabei. Aber nun geht's weiter mit dem nächsten Game. Da habe ich warum auch immer von oben und von unten genommen. Und jetzt kommt etwas sehr, sehr Trauriges.
Ja, man hat es leicht gesehen. Wir haben hier ein Spiel, was ich, glaube ich, nicht so wirklich spielen kann, nämlich Klink's Crossbow Training. Schön, dass es ein Zelda-Game ist, allerdings braucht man einen N-Zipper dafür. Der wurde extra für dieses Game erfunden und ja, man kann es aber tatsächlich auch mit den Nunchuck und der Wiimote spielen. Und ja. So. Ja, ich weiß nicht, warum ich das dachte, dass ich das Mikro weiterlaufen ließ, aber ja. Links Crossbow Training ist, muss ich schauen, wie es damit funktioniert. Hier habe ich noch die Anleitung gezeigt, dass die drin ist. Und dann habe ich die anderen beiden Games, glaube ich auch, genau, bei Stolen die Anleitung. die Kamera da, das wollte ich nicht. Das war nicht so geplant. Und dann kam ich noch zu den GoldenEye. Und da habe ich dann auch geschaut, ob da die Anleitung dabei ist. War dabei, tatsächlich. Ja, hier sieht man es. Da war die Anleitung dabei. Aber nochmal zu dem Thema mit dem ganzen... Ich habe tatsächlich vergessen zu gucken, nachzugucken, ob das alles so passt. Und deswegen kommentiere ich das ja auch nach. Ich versuche das im nächsten Video wieder besser zu machen. Ich hoffe, das funktioniert auch. Aber kommen wir nun zum vorletzten Spiel. Genau, zu einem weiteren Xbox-Game. Und ja, hier ist mir sehr aufgefallen, dass es Splinter Cell ist. Und wie man sieht, ist es tatsächlich Splinter Cell und tatsächlich ein Splinter Cell, was wir noch nicht haben. Also, da habe ich dann gemeint so, ja, ich kann mich so leicht dran erinnern, Splinter Cell zu haben. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, aber dann habe ich doch überlegt, doch, ich hatte das Splinter Cell. Und hier kommen wir zum letzten Game. Man hat es schon leicht gesehen, es ist ein Lego-Game. Und da sieht man es dann auch richtig. Da habe ich extra noch so geguckt, ist das Riddler? Tatsächlich, ist es Riddler? Da habe ich den Joke gemacht, Lego Batman 3. Aber es ist tatsächlich Lego Batman 1. Ja, dann habe ich noch drüber geredet, dass ich das Spiel auf der Xbox hatte. Und dann habe ich doch gesagt, es ist auf der PS4. Ich habe es auf der PS4, tatsächlich. Habe ich es auf der PS4, Lego Batman 1. Ich habe auch Lego Batman 2 und 3 auf der PS4. Von daher habe ich das Spiel jetzt quasi doppelt, aber ja, so schlimm ist es nicht. Und dann habe ich das Ganze nochmal komplett gezeigt. Wir hatten dieses Mal kein doppeltes Game dabei, wir hatten kein zerstörtes Game dabei. Ich habe nämlich nochmal nachgeguckt, die CDs sind nicht zerkratzt, alles heil. Und ja, wir haben Splinter Cell, keine Ahnung, scheint gut zu sein. Stolen kenne ich nicht. Dann Link's Crossbow Training kann ich nicht spielen. Lego Batman ist das Beste. Und wie gesagt, bei GoldenEye habe ich die N64-Version gespielt. Und daher weiß ich nicht, wie die DS-Version ist. Aber die N64-Version ist ganz gut. Und ja, das soll es für dieses Video gewesen sein. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Hoffentlich mit ordentlich Sound. Beziehungsweise nicht vergessen. Ihr wisst, was ich meine. Ciao, Leute.